Lecker, check, Erika, wack. Sowas von Lauch, hol das Gemüsebesteck und dann snack ich diesen Lauchkörper weg. Ey, bei diesem Erika, Lappe, kriegen selbst magersüchtige Komplexe. Du nimmst an etwas teil, was wohl keinem interessiert. Interessant, wie du 700 Subs als Null definierst und du bist Null definiert. Aber was willst du auch definieren, wenn der Muskelanteil gegen Null hintendiert? Im RL siehst du mich, kackst dich ein und du kriegst Versprecher, bist ein ehrenloser Hund. So wie Kriegsverbrecher, redest von Labern und Vielversprechern. Ja, doch du bist selber nicht vielversprechend. Ach ja, noch was zu dem Kindergedicht. Das ist wenigstens kindgerechter als dein Kindergesicht. Denn wenn ein Kind dich erblickt, wird es garantiert traumatisiert. Schock durch den Alkoholikerblick. Du hast keinen Bock auf diese Szene wie unfähige Schauspieler, doch bist trotzdem ein Teil wie Frauenfußball bei FIFA, der natürlich unnötig ist. Deswegen wirst du Hund jetzt gedisst, bis der Whisky aus deinen Schweißporen pisst. Am Battle-Turnier teilnehmen, aber die Szene verachten ist so unnötig wie dieser Zweckreim, du Spasten. Und du bist ambivalent, spielst mit Barbie und Ken und bleibst ein Niemand, während ich in Hollywood ende. Deine Quali so deprisi steigert die Selbstmordrate. Ich bin lösungsorientiert, wenn ich dir zum Selbstmord rate, unterstütze dich auch, ich lass dich nicht hängen. Nein. Im Endeffekt doch an nem Baum kleiner Bengel. Womit willst du mich wissen? Naja, warte, lass mich raten. Kolle komplex auf, Reutz, mach den harten. Mal gespannt, ob meine Vorahnung wahr ist. Doch du kannst mich nicht treffen, weil mein Image Persiflage ist. Yeah. Du schlachtest dich durch hirnlose Leichen, okay, echt jetzt. Nekrophilie, Alkoholsucht und Rap-technisch Endwack. Anonymer Alki, Psychotherapie-Patient und ein Quadratschädel, wie man ihn aus Minecraft kennt. Du bist dieser Pseudo-Intellektuelle, doch nutzt Promovieren definitiv an der falschen Stelle. Und warum? Jede deiner Lines starrt nach Glasausklang, liegt sicher an deinem künstlichen Darmausgang. Es ist wahr, einer deiner Freunde hat's geschrieben. Stuhl ist im Beutel, nicht in der Schüssel am Leben. Angriffsfläche wie ein Sumo-Kämpfer. Verpasse mir zu deinem Schutz hier grad mal selbst ein Dämpfer. Es ist so einfach wie ein polyphoner Klingelton. Warum reimt sich Erika auf Hurensohn? Zu einfach wie ein polyphoner Klingelton. Warum reimt sich Erika auf Hurensohn?